Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Danny Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Diesmal wirklich sogar zurück. Nicht so wie im ersten Teil, wo ich gesagt habe, zurück, obwohl das der erste Part war. Ha, witzig, ne? Bin ich nicht witzig? Ha. Weil läuft jemand rum, ist ein Spieler. Keine Ahnung. Ja. In der letzten Folge haben wir das Spiel gestartet, haben uns einen Charakter erstellt, der hoffentlich genauso aussieht wie der Charakter aus dem ersten Teil. Ich habe es noch nicht verglichen, aber werde ich machen. Natürlich war wieder der erste Part viel zu laut vom Ingame her, die Musik war viel zu laut und ich war relativ leise, was natürlich wieder so was von typisch ist, wenn irgendjemand schon mal irgendeinen ersten Part von mir mal irgendwann schon mal gesehen hat. Aber okay, habe ich ja mit gerechnet und das sieht doch irgendwie aus, als könnte ich damit interagieren. Oh geil, hör, wenn ich schon nicht fliegen kann. So, wir machen uns erst einmal auf zu einem alten Mann. Sollen wir irgendwo hin, ne? Lass mich erstmal. Was? Tofu? Habe ich schon irgendetwas? Ich habe ja Idolix-Edition, also. Oh. Neue Modell grün. Also habe ich vielleicht irgendwie was, weil ich schon ausrüsten kann und so. Ich spreche mal mit allen Leuten hier. Tofu, was geht ab? Preis. Hey, yes. Ist irgendwas? Du so ein Rokaioshin? Ist gar nicht lange Zeit hier Straße herunterspaziert, aber dann hat er plötzlich einen Schrei zu ausgeschüttet und ist gegangen. Kennst du den Kostümladen rüben? Er ist direkt davon vorbeigelaufen. Frag dort nach, wenn du ihn nicht findest. Irgendjemand muss ja gesehen haben, wohin er gegangen ist. Er ist normalerweise ein ziemlich ungestimmter alter Mann, aber wirkt heute ein bisschen erschöpft, was wohl passiert ist. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst bitte einen Kommentar, ein Like, ein was auch immer, um es zu zeigen, um den Kanal weiterzuhelfen und so weiter und so fort. Das würde mich sehr freuen und den Kanal, wie gesagt, weiterhelfen. Bitte. Okay. Ach so, Kostümladen. Guten Tag, hier, alle hier grün. Also, warum schreibst du so durch die Gegend? Oh, lass mich ran, du suchst den Rokaioshin. Ich habe ihn in die Straße runtergehen sehen und dabei schrie er, dass er beschäftigt sei. Ich dachte, er wollte das zur Akademie. Dann ist er in Richtung Anfangsbereich gelaufen und gestolpert. Ich hoffe, ihm geht es gut nach dem Sturz. Das sah übel aus. Der Anfangsbereich befindet sich gleich hinter dem gelben Dach dort drüben. Du sollst ihn auf deiner Karte finden können. Bevor ich hier in den Laden abschicke, soll ich gucken, ob ich Geld habe. Habe ich nicht. Geil. Spielverlauf. Oh, was haben wir denn schon erreicht? Nichts. Was? ZP Quest, Zeit Patrouille Quest, ne? Habe ich abgeschlossen, geil, ne? Hab ich irgendetwas? Nö. Oh, ich habe ja so, boah, die blöden Fähigkeiten, Anfangsfähigkeiten halt. So, was sind das? Ein Schnurrbartbrille habe ich erhalten. Okay. Gut, wer hat die denn liegen lassen? Ja, ich weiß schon wieder nicht, wo ich hin muss. Ich muss den Schriftrollen da lang, ne? Dann hier nur zum Kreis, im Kreis hier herumführen. Nicht mit. Hm, okay. Bin gut, dass hier ein bisschen lebhafter ist. Im Gegensatz zum ersten Teil. Na, ohne Karte bin ich natürlich aufgeschmissen. Also wundert euch nicht, dass ich hier jede zweite Sekunde Karte aufrufe. Was geht ab? Hast du wissen, wo Rokaioshin hingegangen ist? Ich fließe in den Empfangsbereich und ging Richtung Netz, Zeitnis. Zeitnis ist direkt hinter dem Tor. Du sollst auf deiner Karte finden können. Sollst du dich jemals verlaufen, vergiss nicht auf deine Karte zu schauen. Okay, okay. Okay, okay. Mann. Dragon Quest an. So, Reiseführer, was geht ab? Was willst du wissen? Okay, gut. Dann sind Parallelquests. Mein Gott. Ich tue mich ja durch den ganzen Gebiet hier rumscheuchen. Wie kann man noch sprinten? Oder will ich mal rein? Versteuerung stand da irgendwas von sprinten. Aber ich kann es nicht machen. Vielleicht bin ich noch zu doof dafür. Keine Ahnung. Mein Charakter ist nicht hochgelevelt genug, um zu sprinten. Was?
Ich hoffe übrigens, die Server sind ein bisschen stabiler als im ersten Teil, als ich mal irgendwie mit einem Kollegen aufzunehmen, also online zu spielen. Ja, überhaupt nicht. Wir sind immer jede Minute rausgeflogen und das ging gar nicht. Also ja. Oh Gott. Sieht irgendwie sehr schrecklich aus. Laufen nicht, das wurde hier ein bisschen behoben. Dann könnte ich nämlich ein paar Parallel-Quests mit dem Kollegen machen. Ja. So, so Kaishin. Du bist das. Nein, ja. Das Piraten Roh heißt alt, ne? Du bist zu spät. Wo bist du in die ganze Zeit gewesen? Das war meine Schuld, auf andere deinen Fehler in die Schuhe zu schieben, du kleiner Pflege. Mann, jetzt hör mal gut so, du wirst für eine ganz besondere Mission ausgewählt. Das ist eine große Ehre. Du bist erst das zweite Elite-Mitglied, der sowas versucht. Reise in verschiedenen Zeiten, in denen die Geschichte verändert wurde, und behebe sämtliche Fehler, die aufgetreten sind. Du hast allerdings noch viel zu lernen. Als erstes solltest du das Wissen derer zu machen, die du vor dir reist sind. Sobald eine Veränderung in der Geschichte vorgenommen wurde, sind alle weiteren Veränderungen leichter bewerkstelligen. Begib dich in die Zeitalter, in denen Änderungen an die Geschichte vorgenommen wurde, und gib alles, um diese zu beheben. Okay, dann los. Hey, warte noch kurz. Wenn das nicht der Kaioshin der Zeit ist, ich wollte die Sache schon selbst in die Hand nehmen. Kein Grund, so feindselig sein. Ich bin hier, um zu wissen, um die Geheimnisse des Kampfes zu teilen. Oh, tatsächlich. Na dann, herzlich willkommen. Ja, das ist perfekt. Zuerst musst du alles lernen, was der Kaioshin der Zeit dir beibringen kann. Komm zu mir, wenn du alles über die Aufgaben eines Zeitsoldaten erfahren willst. Dann erwartet dein erster Job auf dich. Kannst du nicht das gleich mal wie mit Song Gohan, als er die Hände ausgestreckt hat. Die Weisung möchte ich schon in der Zeit ist hier, um mich in Geheimnis des Kampfes zu unterweisen. Sollte ich geehrt will. Gelegen los, bist du mal, ja. Kunst des Kämpfen, schließlich Herausforderung. Das ist die Herausforderung frühzeitig. Aber das wollte ich hören. Wir müssen mit den Grundlagen anfangen. Legen wir los, ja. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ein Spiel geht. 4 ist, glaube ich, schlagen, X ist springen. Das ist, glaube ich, blocken, 3 Kriegsversionen. Ich habe keine Ahnung. Sag eigentlich, wie lange es her ist, als ich den ersten Teil gespielt habe. Die Kunst des Kämpfen. Wie kämpfe ich denn? Und der Sound kommt aus dem Controller. Kann man das irgendwie abstellen, weil dann hört man das alles im Dingens. Ich glaube, das kann man nicht einstellen, oder? Nein. Weil das wird dann nervig während der Aufnahme. Oh. Ja, das muss abgestellt werden, sonst hört man halt die ganze Zeit doppelt in der Aufnahme. Oh, ja, L3, okay. Manch R3, ich weiß nicht. Oh. So. Okay, was soll ich machen? Streiche und dabei. Drücke einen Schritt L2 und neige. Oder streiche. Soll ich machen? Drücke für den Schritt L2 und neige den linken analog sehen. Streiche L und dabei. Ach so. Aber hat ja mit Viereck. Schwimmen gehen. Okay. Wer kommt hier? Hi, was geht? Oh, zwei, eins, ja, bin ich schon. Ist ein bisschen schneller. Ich habe jetzt alles doppelt. Ne? Hey, hier. Geh doch hier. Übertrieben. Okay, mit Kreis mache ich irgendwie was. Ich weiß nicht was. 4 sind leichte und 3 sind Artschläge, glaube ich, ne?
Ah, Stück Wasser. Ja, ich weiß, ich bin awesome. Da kommt der nächste, was mache ich jetzt? Solange ich zurückschlagen, ist auch kein Problem. Ja, so was. Auf die Gegner werde ich genauso stark wie im ersten Teil. Jetzt unfassbar stark. Okay, Ende. Boah. Das war unmenschlich. Ich habe mich in meinen Zeit gemacht. Wie wird meine angefangen jetzt? Das war 1 Million Mal. Mal neben. Ich bin irgendwie steil. Mach den Gebet auf. Ja, du auch. Welcher? Oh, kein Sprint Power, ein Ausdauer. Okay. Ja, das glaube ich ein Ding. Wie heißt das nochmal? Ranging Blast? Hi. Hi. Wolf. Ich habe schon. Also. Habe ich überall daneben geschossen, was? Ja, werfen. War noch nicht. Ja, auf. Auf. Hallo. Auf. Na, abwehren, ne? Ja, was? Ohne. Mach mir ja keine Panik, Mann. Frau. Warum ihr schon wieder alle? Hi. Oh. Oh, komm mal her, greif mich mal an. Aber was sind die denn? Ich habe doch nur ein paar von denen erledigt. Was haben die denn für Grund, hier zu töten? Mein Gott, tut sich die Autos schnell nachladen. Ja, kann auch nicht sein, dass das wegen Dings ist. Weg mit euch. Ja, das ist wahrscheinlich im Kampf nicht so schnell auf. Geil. Okay, komm her. Was ist da drüben? Ja, oh hi. Na? Komm mal her. Super Angriffe, ja gerne. Geh mal kurz weg. Meteor-Spell.
Dann kann ich aber gerne eingesetzt. Okay, meine Sachen werden hier locker wieder aufgestellt. Erstmal meine ganzen Sachen. Ich will nicht diesen Tanz haben. So, der Puff. Oh ja, boah. Ich werde nochmal sehen. Okay, warte mal. Oh, ach, Fanappa. Okay, wenigstens ist er nicht so ein blöder wie im Dingens hier. Im ersten Teil, wo diesen einen komischen Rolli angriff hat, der nichts getroffen hat. Alter, wie viele sind noch da? So. Mein Gott, wie viele kommen denn noch? Achso, da. 9 von 12, okay. Okay. Ja, die kommen jetzt, ne? Oh nein, die Ausrufezeichen. Hi. Okay, ich will sie aber nicht benutzen. Okay, will sie doch benutzen. Okay, Shana auf einen guten Kampf. Da kommt noch mehr, oder? Ey! Oh, cool. Oh ja. Ich glaube, er ist hier, also. Welche ausnutzen. Er ist auch viel besser als dieser blöde Angriff aus dem ersten Teil. Komm. Auf die Seitwärtsschritte. Die gehen mir so auf die Nerven. Was? Oh. Die Seifers angeht, die gehen auf den Nerven. Ja, ihr könnt auch mal ruhig stehen bleiben. So, das Feuer. Ich bin damit erledigt. Ich bin damit erledigt. Oh. Oh, schön. Gut. Ah, Finisher. Geschafft. Aber Level Up. Ja, wir haben Level Up, oder? Ja. Oh, ein Z natürlich. Oh, ich habe 2 Punkte erhalten, geil. Kann man wahrscheinlich wieder nicht alle ausgeben, ne? Also man bekommt nicht so viele, wie man ausgeben kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, ab Level 80 irgendwie so war es richtig extrem mit dem Aufleveln, für Punkte man brauchte. Aber naja. Also auch so irgendwie geschafft. Mit Schweiß und Tränen und Wutausbrüchen und was weiß ich. War sehr schwer, aber ich habe es geschafft. Jede Parallelquest, glaube ich, zu erledigen. Ich glaube, ich habe jede erledigt. Im ersten Teil weiß ich nicht. Boah. Verbindung zum Ziel, was haben wir auch einen Offline-Modus aktiviert. Wir waren online. Hey. Ich habe Attributpunkte, die will ich natürlich erstmal verballern. So, Attribute, Stärke, Charakterfähigkeiten, ne, stellen wir so. Ich würde mal sagen, auf Gesundheit, weil je niedriger unsere Gesundheit ja ist, desto mehr Schaden machen wir. Das heißt, je mehr Gesundheit wir haben, desto mehr Schaden. Also, desto wahrscheinlicher sind wir Dingens mehr Schaden machen. Also machen wir das, oder? Ja, gut. Ja, ich soll fortfahren, ja. Wahrscheinlich kann man die sich auch wieder zurücksetzen mit die Dragon Balls oder irgendwie sowas. Ja, okay, habe ich denn da verkackt?
angegriffen. Nein, nicht den Scheiß. Ich hatte bei den Angriff. Na gut. Ich bin halt blöd, dass ich kein Salto mache. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Oder fangen wir mal an mit der Story in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.